Was geht? Es ist der Fibo-Samstag und ich komme endlich. Ich drehe schon die ganzen letzten Tage durch. Ich gucke mir die ganze Zeit die Fibo-Stories an von allen. Und ich habe auch so Bock, ne? Aber jetzt ist es endlich soweit. Ich habe zu Hause alles geregelt. Es ist jetzt alles gut. Ich muss zwar nach der Fibo wieder nach Hause. Also ich bleibe diesmal nicht in der Nähe im Hotel. Aber finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Kann ich mal ein Römli noch knuddeln und knutschen. Ja, das Wetter ist jetzt heute auch endlich mal schön. Die letzten zwei Tage war es ja richtig ätzend. Aber ich meine, gut, ne? Sunny kommt zur Fibo. Also ich habe gute Laune. Es ist bisher nichts schief gegangen. Ja, die Haare, da mag man jetzt drüber denken, was man will. Aber ich finde sie nice. Ich auch. Ich finde sie nice. Du auch? Mega. Ich meine, sollte es irgendwo was zu putzen geben auf der Fibo? Ein Wischmopp haben wir auf jeden Fall da. Ein Wischmopp ist vor Ort. Ne? Ja, ich freue mich voll auf euch. Und ich hoffe wirklich, dass es dieses Jahr nicht irgendwie im Nachhinein wieder Nachrichten gibt. Sunny, ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Es ist fast für mich noch eine größere Freude, mit euch zu quatschen, als für euch. Weil mir gibt es ganz, ganz viel Input. Ne? Ich meine, ihr seid ja der Antrieb und die Motivation, weshalb ich hier das alles tue. Wenn ich euch dann kennenlerne und überhaupt weiß, zu wem ich die ganze Zeit hier spreche, wenn ich mal ein paar Gesichter sehe und ja, euer Feedback, der die letzten Jahre schon so extrem herzzerreißend war, ne, das motiviert mich natürlich auch weiterzumachen, weil ich sehe, ich erreiche wirklich Mädels und kann wirklich was Gutes tun, ja, zu was Positivem inspirieren und weiterhelfen und so. Es gibt nichts Schöneres, das ist der Sinn, warum ich das Ganze hier tue. Ich war nicht auf die Fibo, um irgendwelche Bilder, nur Bilder zu machen oder hey, irgendwie ein bisschen Fame abzukassieren oder Kooperationen neu zu knüpfen. What the fuck? Nein, das ist nicht meine Mission hier in dem Game, Leute. Ich denke, das habt ihr gecheckt. Egal, also die Sonne kommt immer mehr raus, auch in meinem Face, welches heute auch wieder ordentlich zugekleistert wurde für euch. Ein bisschen zu viel. Ich mache an solchen Events leider immer, ich nehme mir immer vor, schmink dich wie jeden Tag. Weil ist jeden Tag eigentlich ganz gut bei mir. Und dann an solchen Events denke ich, nee, mach's ein bisschen mehr. Komm, ein bisschen mehr. Ja, denke ich, mehr ist mehr. Ich mach's immer wieder. Und es geht immer wieder schlecht aus. Ne? Es gibt dann so ein paar Stellen im Gesicht, wo einfach zu viel ist. Und das sieht vor allen Dingen im Fibolicht scheiße aus. Aber whatever. Whatever. It doesn't go off the outside. It goes off the inside. Deswegen wäre ich auch schon fast im Kartoffelsack gekommen, aber ich habe leider keinen Kartoffelsack-Sponsor auf der Fibo. Deswegen komme ich in meinem schönen Smilodogs-Outfit. Let's do this. So, wir sind da etwas verspätet, aber es geht eigentlich noch. Sonniges Wetter haben wir mitgebracht. Jetzt gehen wir rein und checken, was da so abgeht heute an diesem wunderschönen Fibo-Samstag. Tag, muss ich sagen, so viele von euch getroffen, wieder so schöne Worte von euch zu hören bekommen, freut mich des Lebens. Jetzt komme ich hier heim, freue ich mich noch mehr des Lebens. Guckt euch das mal an, was in der Zwischenzeit hier passiert ist. Das ist der absolute Wahnsinn, was hier für eine Tierwelt entstanden ist in der Zwischenzeit. Da steckt so viel Liebe zum Detail drin. Ich habe hier jetzt schon eine halbe Stunde gesessen und mir das genau reingezogen. Das ist so mit Liebe ausgewählt und die Tiere so zusammen in ein Gehege gepackt, so ganz süß. Da hat sich jemand richtig Gedanken hier gemacht, mein Römli. Das ist doch der Oberwahnsinn. Und hier geht's weiter. Hier hat er uns einen Bauernhof gemacht, ne? Hier hat er uns, hier, da sind wir drin, hier Mama, Papa, Römli. Und wir haben auch einen Hund. Romeo hätte ja gern einen Hund, ne?
Guck mal, da schlafen wir. Das ist mein Traumlife hier. Das ist mein Traumlife. Hier mit dem Hahn, der jeden Morgen uns weckt. Eine Kuh, wunderbar. Eine Ziege noch ein Pferd. Damit reite ich dann immer in die Stadt und mache meine Besorgungen. Da meine Hühnchen, wenn sie Lust haben, legen sie mal ein Ei. Oh, Romeo. Das ist doch der Wahnsinn, was du hier in der Zwischenzeit gemacht hast. Da gehe ich mal ganz kurz auf die Fibo und dann machst du hier sowas. Wir waren natürlich nicht alleine. Aber kannst du mir auch noch das hier erklären? Das sieht auch interessant aus. Das ist eine Süßigkeitsschleuder. Ich frage mich die ganze Zeit, welche Süßigkeiten, Romeo? Also Käse oder egal welche. Ja, sollen wir mal ausprobieren? Warte, ich hole eine Süßigkeit. Die Mutti hat noch eine gute Süßigkeit. Süßigkeit in Anführungszeichen. Das sind unsere Süßigkeiten. Los. Hier, dann meine her. Ja. Aus Kakao und das Datteln. Das haben wir gebaut. Da habe ich gedacht, die sind mega nice, weil Kakao und Datteln kann eigentlich nichts schief gehen. Aber, achso, ich muss auf die Süßigkeiten schleudern machen. So, und dann? Dann muss man hier das... Leider nicht so lecker, wie man denkt, aber okay. Das ist wirklich das Gute, dass ich nicht die ganze Zeit auf der Fibo bin, so durchgehend und dann abends im Hotel, sondern nach Hause komme und hochwertige Kost essen kann, weil die Fibo-Ernährung sonst immer, ich glaube, ihr stellt euch das vielleicht so geil vor, aber den ganzen Tag nur Proteinchips, Proteinpudding, Proteineis, Proteinriegel, ne? Also nur weil Fitness irgendwie draufsteht und Protein, heißt das noch lange nicht, dass es im Übermaß verzehrt auch fit macht. Ach, alles klar. Du kannst eh gleich schlafen, so kannst du. Beruhigen. Wie beruhigen? Du kannst dich bei deiner Mutter beruhigen. Ich beruhige dich mit schönen Küsschen. Mit Küsschen. Mein beruhigendes Küsschen. Mit vielen Küsschen. Mama. Kuscheln ist einfach so schön geworden. Papa. Kuscheln ist wunderschön geworden. Ich finde das toll, dass du noch so gern mit mir kuschelst. Ach, oh, das ist schön, dass du so gern mit mir kuschelst. Schatz, ich muss aber auch gleich mal weitermachen. Ich kann jetzt nicht mehr so lange kuscheln. Wirklich, es tut mir echt leid, aber ich kann jetzt auch nicht mehr so lachen, Leute. Und so richtig entspannend und liebevoll einfach. Knaller. Das ist mein absolutes Lieblingsbuch. Das hat schon mir gehört oder schon meiner Mama mal gehört, früher als sie klein war. Und dann haben wir das als Kinder immer gelesen. Das ist so schön. Das beschreibt eigentlich, da steht nichts drin geschrieben. Lest jetzt. Ich lese das vor, aber trotzdem. Das beschreibt meine Traumwelt, so wie ich leben würde. Wenn irgendjemand von euch so einen Ort kennt, wie in diesem Buch, wo man so einen Urlaub machen kann, ich lese es euch jetzt vor, dann bitte sagt Bescheid. Bitte schreibt mir, da fahre ich sofort hin. Vlogge ich euch auch mit als Dankeschön. Guck, also, wir machen Ferien. So, das ist schon so schön hier. Da sind wir. Mama, Papa, Römli, ne? Ja. Und das ist dann dein Bruder. Und da ist noch die Tochter hier von der Bauersfrau mit der... Und der Papa. Ja, und der Papa natürlich. Und die, mit der haben wir uns angefreundet. Die ist auch mal bei uns. Da die Apfelbäume schön über uns. Gehen wir dann an den See schön. Alle Planschen. Hier ist die Mama mit dem kleinen Römli. Das will wegrennen. Aber die Mama schnappt es sich noch. So, und hier der Papa... Mit deinem Bruder, Schatzilein. Und was ist denn hier mit dem los? Hier, der Hendrik. Der Hendrik, der sonst doch immer so mutig ist. Hat auf einmal Respekt vor den zwei Schwänen hier. Ne? Mit seinem Schwimmreifen. Kann er noch nicht schwimmen, der Hendrik? Och, der Hendrik. Ja, der Hendrik, der ist so ein bisschen so ein frecher Kerl dann da. Aber ich bin nicht der Hendrik. Du bist natürlich nicht der Hendrik, ne? Du bist ja hier der kleine Baby. Da bist noch Baby, so klein. Ja, nee, Hendrik, es muss immer auch so einen frechen Kerl geben. Den gibt's immer überall. Aber es ist uns doch egal. Na, wir zeigen dem Hendrik, wo es lang geht. Wir erziehen den Hendrik in diesem Urlaub noch nebenbei mit. Ne? Haben wir wieder was Gutes getan. Dann gehen wir am nächsten Tag schön zum Dorffest hier.
Hier, da hinten ist die Kirche, ne? Und immer Schweinewürstchen. Immer Schweinewürstchen überall. Aber nicht bei uns. Bei uns gibt es maximal mal ein Tofu-Würstchen, eventuell. Da sind wir nicht dabei. Wir sitzen schön hier, abseits, mit unserer Gang. Und haben nämlich, ja, statt dass wir unser Schweinchen futtern, so wie hier die Konsorten, haben wir hier unser Schweinchen mit auf dem Tisch sitzen. Da ist unser Schweinchen. Und da chillen wir und gucken uns mal hier das lustige Spektakel an. Ne? Wie die hier, die Bauersfrauen mit ihren Männern, wie sie hier tanzen. Ne? Und das ist alles hier in einem Dorf. Da hinten bei der Kirche, hier ist doch unser Bauernhaus, wo wir drin schlafen. Und dann gehen wir hier hinten noch an die Schießbuden schön. Und dann gewinnen wir was Tolles hier. Aber kein Schweinewürstchen. Auf keinen Fall, Romeo. Nicht mit uns so ein Quatsch hier. Schweinewürstchen hier. Ja, und dann am nächsten Tag machen wir einen Ausflug in die Berge, schön hier. Also, was heißt Ausflug? Das ist ja alles um die Ecke. Das ist ja alles zu Fuß erreichbar. Haben wir schön den Kinderwagen dabei hier von unserem Römli. Ist manchmal dann auch ein bisschen müde. So, wo ist denn unser Römli? Ja, da planscht es ja. Hier am Wasser mit seinen Bötchen. Und der Papa macht hier mit Römlis Bruder, macht da schöne Mühle für das Bächlein. Und die Bauerstochter ist natürlich auch wieder dabei und streichelt die Schäfchen. Ich fütter hier die schöne große Kuh mit Blümchen. Und da macht eine Pipi. Da macht noch eine Pipi ganz frei. Wir sind frei. Wir sind frei. Wir sind eins mit der Natur. So. Wunderbar. Auch was ich anhabe, weißt du? So richtig schön. Einfach so eine schöne Jeans. Einfach hochgekrempelt. Hier meine Wanderschuhe. Da bin ich am Bötchen spielen. Da bist du am Bötchen spielen. Es ist doch einfach schön. Es ist doch ein Traum hier. So einen Urlaub muss ich definitiv mit uns machen. Und dann machen wir abends, nachdem wir von der Bauersfrau schön Abendessen bekommen haben, schön von der Bio-Bauersfrau, gehen wir schön in den Wald und gehen Pilze sammeln am Nachmittag, wenn schon ein bisschen die Dämmerung einkehrt. Das Römi hat einen dicken, fetten Pilz gefunden. Einen wunderbaren Pilz. Oh, den macht uns die Bauersfrau dann am nächsten Tag schön in die Pfanne. Hier, ich bin auch wieder fleißig am Suchen. Hier, oh, die Bauerstochter. Und, wen haben wir denn hier? Oh, dein Bruder, Schatzi. Dein Bruder hat hier einen tollen Flaschenzug gebaut. Da hat er deinen Teddy reingelegt. Hast du ihm erlaubt, weil du ihn so lieb hast. Wird schon ein bisschen dunkel. Und dann machen wir die Abendwanderung wieder zurück in die Hütte. Da haben wir uns noch, es ist schon dunkel, es ist spannend, es ist Abenteuer. Da haben wir uns noch Stöcke geholt. Ja, Römli, du bist schon ein bisschen müde, dich schieben wir im Kinderwagen. Und dann gehen wir hier auf Spurensuche noch. Und guck mal, wie wir denn, ja, wen haben wir denn da? Oh, die kleine Igelfamilie da mit den Kinderleins. Und da sitzt noch die Eule hier. Und da hinten, da haben wir wieder die Kirche, da gehen wir wieder zurück hier in unsere kleine Bauerhütte. Und dann geht es am nächsten Morgen wieder genauso schön los hier. Und da fällt dem Papa so ein Apfel auf den Kopf und dann schnappt er sich einfach und beißt einmal kräftig rein. Und es kracht. Und hier die dicke Katze auf der Bank, die ach ganz mit sich im Reinen auch hier. Und das Hühnchen noch dabei. Ne, kurz davor der Katz einmal hier schön in den Nacken zu picken. Aber das macht sie nicht. Nein, die sind nämlich Freunde dort. Da ist die Welt in Ordnung. Römli. Machen, Romeo. Wir müssen so einen Urlaub machen. So schnell wie möglich. Also wenn einer von euch echt wirklich jetzt ganz im Ernst so einen Urlaub irgendwie mal empfehlen kann. Wo können wir sowas machen? Ich habe gar keine Ahnung. Am besten noch einen schönen Biobauernhof, wo die Welt noch in Ordnung ist. Gibt's sowas? Sag Bescheid. Ehrlich, ich fahre mir sofort hin. Oder, Schatz? Ja. Ja! Bräuchten eigentlich auch noch so ein Babylein dann, oder? Magst noch eins haben? Ehrlich? Aber das weint dann am Anfang so ein bisschen viel. Nein, du hast nicht viel. Doch, du hast auch viel geweint. Aber halt immer nur, wenn du Milch wolltest. Ist ja kein Problem. Ja, das... Mutiere ich halt wieder zur Milchkuh. Das bringt gern Milch. Von dir und von der Kuh. Von der Kuh brauche ich nicht. Ich habe genug, Schatzi. Die Kuh kann ihre Milch für ihre Kälte. Vielleicht mag das auch Hafermilch. Das Babylein? Ja, später.
Aber erstmal schön Mama-Milch. Mama-Milch ist das Beste. Papa, Papa. Papa, Papa. Papa. Nicht einschlafen. Wir haben noch einiges zu tun. Wir müssen noch Videos schneiden, Schatz. Gute Nacht, mein Herzenskindlein. Du machst Licht aus. Okay, gute Nacht. Aber Mama. Ja. Ich will, dass Licht anbleibt. Okay. Oh, mein Herzensbaby. Du hast so schön gebaut heute.